Moin moin meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 hier auf Kante Zockt. Schön, dass du eingeschaltet hast. An meiner Seite darf ich begrüßen den lieben Manu. Moin. Was? Ja, nachdem es ja Kunden beschweren gab. Ja, ich wurde von meinem besten Kumpel angeschnackt und der hat gesagt, ah, hallo Manu. Daraufhin hat Manu jetzt gesagt, moin. Moin. Moin kann man überall sagen, morgens, mittags, abends. So, in dieser Folge haben wir schon in der letzten Folge angekündigt, werden uns darum kümmern, dass wir diesen Stau hier beseitigen, denn es ist einfach zu viel. Wir bekommen diesen Verkehr hier nicht durch die Stadt. Man müsste extra noch eine Straße bauen und trotzdem kriegen wir die ganzen Massen, die hier anliegen, nicht weg. Und die liegen, ja, über 350 Einheiten pro Erz und die müssen halt weg. Und dafür sorgen wir in dieser Folge. Wir haben aber auch noch vorher etwas anderes zu tun. Dafür müssen wir noch mal einen kleinen Sprung machen. Und zwar liegen hier natürlich Getreide ohne Ende rum. Kriegen wir nicht annähernd weg. 363, ja gut, der Zug ist gerade angekommen. Und die Trams stehen hier Schlange. Ja, ist ein bisschen schade, dass sie so lange brauchen zum Laden, ne? Ja, aber schnellere Ladegeschwindigkeiten. Keine gesehen bei den Trams. Nee, ne? Gucken noch mal flott nach, was die andere an Ladegeschwindigkeiten hat. Vielleicht ist das ja doch ein bisschen besser. Auch wenn die Geschwindigkeit langsamer ist. Sechsfach, achtfach. Ja. Und mehr, ne? Mehr Sachen mitnehmend. Ja, dann lass es uns mal mit der Cobra ausprobieren. Okay. Oder was hat denn die PCC? Vierfach. Ladegeschwindigkeit und 22 Kapazität. Ja, und 45 km/h, okay, dann. Also mit 60 könnte man, glaube ich, noch leben. Würde ich jetzt auch sagen, ja. Also schmeißen wir mal. Ne, warte mal. Dann werden wir hier die Fahrzeuge. Fahrzeuge verwalten. Alle anklickern. 50 Fahrzeuge. Tauschen gegen Cobra jetzt. Wartung, Mittel, anwenden. Farbe. So. Sieht aus wie Pulled Pork und gebraten. So, hier ist eine Riesentram. Le Tram. Ja, das ist die Tramwand. Ja, ist nur LKW-Schallschutz. Die XXL-Tram. Sieht aber geil aus. Entschuldigung. Ja, aber wir müssen die Sachen hier wegkriegen. Geht gar nicht anders. Eigentlich wollten wir denen noch sagen, warten bis voll, aber das machen wir jetzt auch noch. Komm her. Linie verwalten. Elmshorn Transfers müsste ja hier sein, genau. Sagen wir warten bis voll, eine Minute. Oder eine Minute Wartezeit. Wenn nicht, ist voll. Autosave. Gut, auf eine Minute. Sollte der Zug mal nicht da sein, das wird dann zumindest den Kram ändern können. So, der andere Zug hat 360 Kapazität, glaube ich. Muss ich nochmal flott schauen. 18 Wagen. Guck mal, easy. Warte dranhängen. Ja, warte. Fahrzeug dranhängen. Ankoppeln. Ne, da war gerade die Option dranhängen. Deswegen habe ich... Lass mich dich auch mal ärgern. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ändern. Passt. Gut. Dann müssen wir das Ganze jetzt nochmal ein bisschen beäugeln. Pass auf, der andere fährt jetzt auch los. Dann können wir nochmal ein bisschen gegenseitig gucken hier, fahren und so. Dann müssen wir mit dem Zug nämlich gleich mal warten, dass wir so ein bisschen gegenseitig den Verkehr hin haben, sonst sind die beide so dicht hintereinander. Da kommt noch ein bewusster Einwand, wenn die nochmal Sprit mitladen, behindert es dann nicht das Volleinladen von der anderen Fracht? Das ist ja, glaube ich, nur eine Fracht, die voll sein muss. Ja, er belädt eine Fracht voll, der hat vier Kammern. Das Dreiviertel nimmt er dann auf jeden Fall Getreide mit. Genau.
Und spätestens nach einer Minute ist sowieso egal, fährt er los. Ob voll, ob nichts voll. Ja. Nur um die Befragung des Bürgermeisters zu beachten. Die sind aber auch immer so wissbegierig. Ist schön, ne? So, der dreht gleich um. Lädt noch, lädt noch, lädt noch, lädt noch. Ja, lad man. Immer schön laden. So, jetzt wartest du eben. Den Pinöckel drücken, dann geht das Fenster auch nicht zu. So, dann nehmen wir uns die hier als zweite Lok. Hier hat es angepinnt. Ich, was? Ich war es nicht. Doch, Manu war es. Er hat es angepinnt. Was? Ich kriege hier auch wieder Top Speed. Und vollgeladen, ne? Mhm. Wow. Rasnabe rasiert? Ja. Oder sich selbst rasiert. Mille. So, der ist angehalten. Sobald der hier sich umdreht und losfährt, machen wir um den Startbutton hin und dann haben wir eigentlich den optimalen Takt. Zack. Der fährt auch los. Gut. Das haben wir beides. Boah. Schwierig. Ja. Und das, die sind jetzt aber gut weggekommen, die ganzen Trams hier, Alter. Die Ladegeschwindigkeit macht einiges. Ich glaube, wir sollten nochmal 10 draufschicken. Ja, bin ich deiner Meinung. 7, 8, 9, 10. Einmal, zweimal. Ich habe 20 draufgeschickt, Manu. Ist notiert im Pressbuch. So, das hatten wir noch. Wir müssen das sowieso alles noch mal ein bisschen umändern. Auch das mit den Werkzeugen. Wir werden das wahrscheinlich so machen, dass hier wir ein Umladeterminal machen. Aber das wird natürlich nur gehen, wenn wir hier noch einen zweiten Bahnhof hinsetzen, weil das geht ja gar nicht mehr. Obwohl, das geht doch. Wir haben doch hier schon umgeladen. Ja, aber nur ganz kleine Mengen. Okay. Ich glaube, bei 12 war Schluss. Kommt vielleicht auf die Bahnhofslänge drauf an. Also ich würde es nicht riskieren. Bin ich deiner Meinung? So, wir haben gesagt, wir kümmern uns um den Kram hier, weil wir brauchen das Stahl, wir kommen da nicht drum rum. Und wir kriegen den Kram hier nicht weg und wir verlieren hier die ganzen Waren. Und das wäre ja ein Desaster. Wir können ja schon mal ein bisschen länger machen, der Gerät. 160, ja, 160 ist ganz gut. Ein bisschen runtersetzen, weil die beiden Terminals hier, die fallen dann ja weg. Das heißt, wir können dann das Ganze hier ein bisschen umbauen, aber das ist ja auch nicht so schlimm, weil wir kriegen mit den Zügen ja das meiste weg. Das müsste so passen. Da können wir noch einen schönen Güterterminal extra für den Umschlagplatz machen. Gleise. So, und jetzt müssten wir das so basteln, dass wir hier mit einer Doppelkreuzweiche arbeiten können. Nehmen wir einfach mal die 100er Kurve hier. Das sieht sogar gut aus. Und wenn wir jetzt noch das Teil hier wegnehmen, dann könnte man das sogar so machen, dass wir hier eine extra Spur machen. Ein- und zur Ausfahrt. Ja. Sieht ein bisschen hübscher aus. Aber ist auch cool, wenn man jetzt hier kommt.
sieht man den Bahnhof nicht und dann kommt man hier um die Ecke und dann hat man hier schöne Terminal stehen. Das gefällt mir gut. Dann kann man nachher bestimmt auch noch, wo auch immer ich die Halle jetzt habe. Meinst du DB Güterhalle? Ja. Ja, wo war sie denn? Bestimmt auch noch über den Bahnhof drüber bauen. Da ist sie. Jetzt mal bitte wenden. Ne, dafür müssten wir daneben, glaube ich, ein Gleis setzen. Ja, also. Wir setzen daneben einfach mal ein einfaches, nur mal so das Spaß zum Ausprobieren. Ne, nicht Gebäude. Müssen wir wieder auf Exit gehen. Guck, das würde gehen. Könnte man so rum hinsetzen. Dann wird das ein bisschen logistischer aussehen, ja. Logistischer aussehen, ja. Ja, aber das würde ich machen, wenn wir Endauspause sind. Ja. Ja, das war auch jetzt nur mal zum Ausprobieren. So. Jetzt brauchen wir uns keine Gedanken machen. Der Zug fährt auf jeden Fall nach Sommerloch. Genau. Den Weg nach Sommerloch findet jeder Zug. It's really hard. Ja. So. Auf der Rückfahrt können wir sogar hier ein Signal hinsetzen. Ich würde sogar so mutig sein und hier ein Signal hinsetzen. Also wenn der hier durch ist, ja, da würde ich jetzt nicht unbedingt noch eins hinsetzen, weil sonst steht er hier vor und nee, das wäre nicht gut. Ja, ich würde aber im Tunnel dann ein. Ja, im Tunnel ist eins. Ah, okay. Ah ja, da hinten ist das Freigabesignal. Gut, so, dann hatten wir die Idee, hier auch noch was Spannendes zu machen. Gibt es jetzt schon Unkenrufe, dieser Zug findet nie den Weg nach Sommerloch. Was? Ja, unser Chat ist da sehr pessimistisch. So kenne ich unser Chat gar nicht. So. Und jetzt Gebäude. Das Teil. Anzahl der Gleise. Achso, das ist die Anzahl der Gleise. Ja, okay. Oh, 1000 Meter können wir den lang machen. Können uns ja mal mit 200 Metern versuchen. Auf der anderen Seite haben wir im Moment 160. Soll ich noch mehr mitnehmen? Ja, die Frage ist, kommst du dann an die Stahlwerke ran an der Stelle? Das ist eine gute Frage. Scheint nicht weniger. Zu sein. Also müssten wir doch für das Stahlwerke irgendwo. Achso, geht auch nur Straßen anschaut. Boah, das wäre doch geil. Wenn wir hier noch zwischendurch kommen würden. Abreißen noch. Ganz rechts. Was? Das ganz rechte LKW-Ladeplattform wird ja gar nicht benutzt. Nö. Aber haben ist besser als brauchen. Hahaha, das ist doch geil. Müssen wir nur noch hoffen, dass wir da irgendwie hinkommen. Das schon maximale nach oben. Also mit dem Tunnel würden wir da wahrscheinlich eher hinkommen. Auch nicht. Oh, ich war so begeistert. Am Moment. Erst nach rechts, also nach außen, dann absenkst. Hier schon in die Senke gehst oder in die Höhe.
doch, so geht's. Wir wollten nämlich hier mit einer Spitzkehre arbeiten. Also mit einer richtigen Kehre, so echt und so. Aber wir könnten hier ja wieder ein bisschen höher, ne? Wir müssen ja nicht ganz hoch, aber höher auf jeden Fall. Was wollen wir nehmen? 70? Ah. 80? Eher 80. Gehe ich mal auf 82. Warte mal, machen wir es mal so. Guck mal, das wäre doch ein Träumchen. Jetzt noch da rein. Ja, Löchen. Noch ein Stück weiter. Fahr. Manchmal bin ich von mir selber ganz schön beeindruckt. Auch wenn das ziemlich arrogant klingt. Das müssen so, wir nur noch. Was? Jetzt müssen wir nur noch einen Rückweg hinkriegen. Und ich würde ein modernes Gleis nehmen. Dann hast du noch ein paar Geschwindigkeitsvorteile. Ja, stimmt, in der Kurve, ne? Ja, arbeiten wir gleich um. So, jetzt müssen wir da hinten irgendwie hinkommen. Stahlbrücke, sagte Manu. Ja, für ein Stahlwerk. Oder du nimmst diese Unterbaubrücke. Stimmt. Wir konnten ja noch scrollen. Ja gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel Unterbau. ja. Okay. Schwieriges Thema. Guck mal, ob da jetzt noch ein LKW drunter durchpasst. Cabrio mit Brücke gemacht. Ja. Ich habe Fracht verloren. Warum? Ich bin gebrecht an Brücke. Das ist eng, also. Hm. Ja, so geht's besser. Schwieriges Thema. Nein, wir nehmen die. Das geht. Nehmen wir die normale Stahlbetonbrücke, oder? Die ist gut. So, 80. Da müssen wir jetzt irgendwie hinkommen mit dem Teil. Aber mit 80 schaffen wir das locker. Ne, runter brauchen wir nicht. Ja, ich würde schon bei 80 bleiben. Ja gut, man kann sie immer noch ausbauen und gucken, was da noch. Ja, dann haben wir aber zumindest eine einheitliche Geschwindigkeit. Ja, das passt. So, ausbauen. Schade, den Bahnhof kann ich nachträglich nicht ausbauen. Zweimal ausgebaut oder hin und wieder zurückgebaut. So, konfigurieren können wir das noch Standard auf Hochgeschwindigkeit. Jo. Gut, dann passt das hier nämlich auch. Das ist ja cool, ey. Richtig cool. Da bin ich richtig schon gespannt auf die Mitfahrt. Ja, wir können uns ja mal die Geschwindigkeiten ein bisschen anschauen. Ah ja, den Anschluss noch.
Jetzt, wo wir die Strecke ein bisschen umgebaut haben, sagst du? Ja. Boah, kann man sogar so lassen, ne? Gucken, ob der Tunnel kaputt geht. Ne, geht nicht kaputt. Sehr gut. Ein paar Signale brauchen wir noch. Dann wie war das? Ein maximal dreckiger Zug. Ein maximal dreckiger Zug? Ah ja, das ist eine Sommerlochlinie, hallo. Ja, ja. Fresnitz hätte auf jeden Fall gerne keine Ludmilla. Aber wir hatten uns ja, glaube ich, die Re 66 schon mal ins Auge gefasst. Ups. Ja. Mist, das habe ich gespoilert. Oh. Haben wir die Re 66? Also ich habe da irgendwas verlautbaren hören in irgendeinem Medienprospekt der NKLG. Wie sieht das jetzt hier überhaupt aus in Elmshorn? Sind alle weg. Das sieht gut aus. Schick nochmal 10 drauf. Ja, es kommt irgendwie keiner wieder zurück, ne? Steht alle wahrscheinlich alle auf dem Hinweg oder im Stau gerade in Karlsruhe. Doch, da kommt mal wieder eine zurück. Ja, wir können dann nochmal 10 draufschreiben. Hier, das passt auch alles. Kein Stau. Hier fahren sie durch. Da müssen wir auch eine nächste Mitfahrtfolge auf jeden Fall hier. Ja, hier hängen sie alle rum. Karlsruhe leicht überbevölkert. Staut sich ein bisschen. Aber nur ein wenig mit den LKWs. Ein wenig. Man könnte den Kreisel entlasten, indem wir von da oben eine Straße runterbauen. Tja, das ist how it is, ne? Oder eine eigene Brücke drüber bauen. Das wäre natürlich auch eine Idee. Kann sich ja mal der Bürgermeister Gedanken drüber machen. So, wir brauchen eine Linie. Wir haben ja das jetzt fertiggestellt. Und wir brauchen noch einen Straßenanschluss. Weil sonst bringt uns das Ganze hier ja gar nichts. Wenn das Ding nicht verbunden ist. Kollision ist auch nicht verbunden. Ha! Kürzester und schnellster Weg. Zack! Dann aufpassen. Was? Müssen wir nur beim Umbau später mal aufpassen. Jo. Dass der uns erhalten bleibt. Okay, eine neue Linie. Achso, ich hatte jetzt gar keine neuen Fahrzeuge drauf gesteckt, ne? Das zurückstaut, ey. Hier ist nichts mehr los im Kreis. An Ding sie. Autosave. Ja. Ach, eine Stichstraße. So ein Feldweg oder so. Vom LKW-Terminal oder durch den Tunnel durch, hier durch die Brücke unten durch? Ich würde die Straßenbahn abkürzen lassen von der Brücke. Okay.
Boah, das werden jetzt einige nutzen. Ist quasi alles aus dem Kreisverkehr rausgezogen. Boah, ist aber alle Straßenbahnlinien, oder? Ja. Alles Gütertrams, ja. Oh Mann. Okay. Dann wissen wir jetzt auch, warum hier hinten keine Trams mehr sind. Aber egal. Drauf. Fahrzeuge vermeiden. Sieben, acht, neun, zehn. Kopieren. 80 Trams sind da jetzt drauf auf der Linie. So, wir wollen jetzt weitermachen mit der Linie. Wir müssen ja leider immer noch darauf achten, dass auch der andere Geschäftszweig nicht außen vor tritt. Ein Güterzug. Sommerloch. Bei Ärzte. Friesnitz Stahlwerk. So, Linie Fahrziel hinzufügen, wollte ich gerade sagen. Und zweites ist dann hier. Ich glaube, Fahrtstrecke erklärt sich von selbst. Sehr gut. Sommerloch. Erzterminal. Gut. Jetzt noch einen probaten Zug. Genau. 160 Meter. Drei Züge. Drei, ja. Ich will auch die Strecke nicht überlasten, ne? Ja, dann fangen wir mal mit zwei an. Man kann ja nochmal hingucken. Ja, das denke ich mir auch. So, und dann müssen wir halt gucken, Erziges finden. Da ist schon die RE66. Boah, aber viel mehr Farbauswahl hier. Alter Schwede. Gibt's sogar ein Cargo? Ja, dann nehmen wir doch die Cargo. Single-Traktion, ne? Oder die X-Rail. Oder die X-Rail. X-Rail? Machen wir. Wenn der Zug länger wird, dann machen wir natürlich auch die Fahrzeuge länger. So, hier haben wir den schönen Schüttwagen. 20. Ja, für die Länge glaube ich schon ganz gut. Ja, dann sind länger. Der kann kein Eisenerz. Der kann 18 und ist länger. Ne, wir nehmen die anderen. 160 Meter. Da wollen wir auch nicht knausern, wollte ich gerade sagen. Zwei Züge. Wartung. Linie. Güterzug. Sommerloch. Friesnitz Stahlwerk. So, dann haben wir sie mal wieder in Gange. Unsere schöne RE66. Willkommen in Transport Fever 2, liebe RE66. Auch eine RE66 oder ist das eine RE620? Was steht denn drauf? Das verrate ich dir nicht. 620. Also es ist keine 66. Performance sein. So, die will natürlich wieder dadurch. Ja, wo sonst? Ja, genau. Da hinten hupt dann schon die Straßenbahn, Güterstraßenbahn, der Personenstraßenbahn, dass er schneller fahren soll. Ach guck mal, die LKWs kommen da auch wieder rein. Also das passt so
schon besser. Das war, glaube ich, eine gute Entscheidung. Der Güterzug steht aber lange. Das finde ich auch. Kriegt er nicht genügend Ware mit? So wie es aussieht, nicht, ne? Er wartet noch bis voll oder 3 Minuten wahrscheinlich. Aber er fährt auch nach Wolfhausen, den lass mal ruhig warten. Kann sich nur um Stunden handeln. War das die Nachschublieferung an Getreide und Schweinen ist wohl etwas schwach im Moment. Aber keine Verbindung mehr nach drüben gemacht. Doch, die fährt doch auch hier. Warum fahren die ja nicht die andere Strecke ein? Weil du keine Doppelkreuzweiche vorne gemacht hast. Hä? Die können doch die Personenzuglinie nehmen, Strecke. Die fährt auch den Berg hoch. Ja, aber die andere ist kürzer. Ist sie nicht. Sieht man ja. Oder zumindest ist sie nicht schneller. Ja, ist ja gleich voll. Das ja für diejenigen, die jetzt denken, hier ist keine DKW verbaut, ja, das ist beabsichtigt, weil das ist Gegenverkehr. Ne, man beachtet dieses Signal. Der Zug kommt von da hinten und fährt hier durch. Da wollen wir nicht in den Gegenverkehr. Da ist eine Doppelkreuzweiche, die will der Zug aber nicht. Der Zug hat ein Eigenleben und das möchte er ganz gerne. Ist so ein bisschen, ne? Speziell. Jeder hat ja so seinen eigenen Tick und dieser Zug halt auch. Oder die alle Züge, glaube ich. Deswegen ist das schon in Ordnung so. Wow. Da hat sich aber jemand Mühe gegeben. Mist, nur das Lenkrad haben wir vergessen. So. Für diejenigen, die jetzt mal neu dabei sind, möchte ich nochmal dazu sagen, wir fahren diese Map mit einem einzigen Zugdepot. Und deswegen dauern die Zuführungsfahrten ein bisschen länger. Deswegen haben wir auch den Spielschwierigkeitsgrad einfach gewählt, damit wir uns da eigentlich keine Gedanken drum machen. Bei schwer müsste man eigentlich jeweils ein Depot hinsetzen, damit die Wege für die Züge so kurz wie möglich sind und wir so gering wie mögliche Ausgaben haben. Aber aufgrund dessen haben wir halt gesagt, wir machen das so. Das ist immer noch die erste Bergstrecke, die wir gebaut haben. Daran haben wir nichts umgebaut. Naja, wir haben besseres Gleismaterial dann verbaut. Ja gut. Die kantastischen Winkel wurden durch kantastische Ampeln irgendwann mal ersetzt. Einige ja. Einige auch nicht. So wie die. Der Winkel ist noch da. Wir haben auch zurückgewunken. Habt ihr auch gewunken? Wir haben nicht gewunken.
eiskalt bügeln wir hier durch. Also muss ich auch nur noch die Zuführungsgleise machen. Die Rückführungsgleise fallen. Aua. Die fallen weg. Hast dich jetzt etwa am Bremshebel gestoßen? Nee, der Ast schlug mir ins Gesicht. Boah, wir haben grünes Licht. Das ist ja unglaublich. Also die Beschleunigung von der Lok ist immer noch gigantisch, ey. Macht auch Spaß, sie zu benutzen. Verwenden? Ja, verwenden. So, die zweite Lok muss ja auch dann noch hinterherkommen. Ich hoffe, die braucht nicht so lange. Aber da vorne habe ich gerade eben schon den anderen Zug gesehen. Der ist gerade im Tunnel um eine Kurve rum. Deswegen ist hier auch noch das Signal rot, gerade grün geworden. Wir hätten Nachrichten. Oha. Ich habe dich gar nicht tippeln hören. Nö, kommt ja auch aus Aldran steht die Nachricht. Okay. News. Stromsperre in der Kantweiz. Die neue Reh 620 für die Notversorgung Sommerloch blieb fast 5 Monate vor dem Depot stehen. Gerüchten zufolge hat die Newcante Logistik Group ihre Stromrechnung nicht bezahlt. Der CEO sagte unserem Reporter, diese Fake News kommentiere ich nicht. Ihr wollt ja bloß das Sommerloch füllen. Na, hoffen wir mal, dass der Zug kein Loch ohne Boden wird. Ja, Strompreise sind immer so ein bisschen schwierig und ich habe gerade den Anbieter gewechselt. Deswegen kamen wir leider nicht vorwärts. Ist ja heutzutage so, ne? Wechselst du immer den Stromanbieter? Nö, weil ich immer beim günstigsten bin. Ach so. Aber ja, ich habe meinen jährlichen Strompreisvergleich. Okay. Ja, es gibt welche, die wechseln jährlich. Strom, Gas, alles Mögliche. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin da eher der faule Sau. Vergleich seht es ja, bloß es ist für mich das Kosten-Nutzen-Verhältnis. Ja. Was war es das letzte Mal? 12 Euro im Jahr Unterschied? Nein. Nee, da würde ich auch nichts zu anfassen. Also früher habe ich ihn eigentlich fast jährlich gewechselt, bloß mittlerweile haben sich ja so doch der ein oder andere Anbieter rauskristallisiert, der günstig ist. Okay. Ich habe jetzt einen schon ein paar Jahre, der eigentlich immer zu den Top 5 gehört in den Vergleichen, preistechnisch. Oh, ist doch nice. Kann man sogar hinten rausgucken. War das Vorkasse, gibt's bei mir nicht bei Strom. So, jetzt sind wir schon in der Region, wo das Stahlwerk steht, hier quasi rechts von uns. Hier sind schon die Stahlwerke, da ist unsere Haltestelle. Jetzt fahren wir aber erstmal nach Sommerloch in die Haltestelle und dann ist die Folge leider auch schon vorbei, meine Lieben. Aber um jetzt noch Kommentare zu dem Stromwechselthema mit gibt es ja Gutscheine und Rabatte und sonst was. Kann ja auch mal bei seinem eigenen Stromanbieter nachfragen. Das stimmt. Meine hat bis jetzt immer reagiert. Ich wollte gerade oben rechts in den Spiegel gucken. Ich glaube, ich arbeite schon wieder zu viel. Schwierig, siehst du das Blech hinter dir. Ja, ich bin heute Gelenkbus gefahren und dann musst du ja immer gucken, ob das Gelenk und alles so da schick um eine Kurve rumkommt. Und deswegen wollte ich gerade... Wie viele Passanten und Radfahrer dann dran hängen? Oh, eiskalt, hier steht schon alles voll. Ja, wir überlaufen. Wir hätten ja 50-50 Ladung machen müssen. Hätten wir nochmal machen sollen, ja. Warte mal, können wir noch? Pause. Nochmal schnell einstellen. Linie verwalten.
Sollen wir noch Erzterminal laden? 50. 50. Niente, niente. Und mindestens, na, voll an einer Fracht lassen wir. Einfach wegbringen. Jetzt wird spannend. Ob da überhaupt Kohle ist? Da ist gar keine Kohle. Da ist nur Eisen. War der Druck vom Eisen doch größer. Ja, und hier drüben liegt gar kein Eisen mehr. Halt. So, meine Lieben. Das war es soweit von dieser Folge. Die Mitfahrt wollen wir uns natürlich gleich angucken. Gucken wir uns natürlich an in einer weiteren Folge. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat, ihr vielleicht die ein oder andere Idee mitgenommen habt. Und dann sehen wir uns wieder in einer weiteren Folge. Bis dann, euer Kante. Tschüss. Tschüss.